Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission am Beginn eines Jahres zu reden, von dem wir alle keine Ahnung haben, was am Ende dieses Jahres hinter uns liegen wird, wie Europa aussehen wird, ist ein bisschen eine absurde Herausforderung. Wir wissen alle nicht, ob nicht vielleicht im Juni ein Referendum in Großbritannien dafür sorgen wird, dass Europa so oder so ganz schnell ganz anders aussieht. Wir erleben, dass eine Regierungspartei in Deutschland dazu aufruft, faktisch den Schengen-Raum abzuschaffen. Und wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich eine ökonomische Krise in der größten Zuspitzung vielleicht verdrängt zu haben glauben, die aber durch Unsicherheiten externer Effekte, durch Entwicklung beim Ölpreis, bei den Zinsen oder auch Schocks im Weltwirtschaftssystem sehr schnell auch zurückkommen könnten. Und in dieser Lage besprechen wir das Arbeitsprogramm der EU-Kommission. Dazu lässt sich zunächst festhalten, dass es eine bemerkenswerte Entwicklung in der Politik der Bundeskanzlerin gegeben hat. Jahrelang hat die Bundeskanzlerin seit ihrer Rede in Brügge mit der sogenannten Unionsmethode das Credo gehalten, die Nationalstaaten lösen besser in Krisen, weil die europäischen Institutionen sind nicht in der Lage zu liefern. Und jetzt zeigt sich in der Flüchtlingssituation, dass das System der Nationalstaaten, die jeweils zu Hause populistisch rumschreien, was andere schuld sind und was nur für uns selber geht, versagt. Und man merkt plötzlich, so wie Herr Staatsminister Roth zu Recht gesagt hat, wie wichtig eine Europäische Kommission als strategischer Verbündeter ist, wenn man Schwierigkeiten bewältigen muss. In dieser Situation, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass Deutschland einen klaren Kompass hat und dass wir an den Werten, die in Artikel 2 des EU-Vertrags festgelegt sind, festhalten und auch an den Werten, die in den ersten Artikeln des Grundgesetzes festgehalten sind und dass wir bei allem Streit über Maßnahmen, was man lösen kann, was man tun kann, nie aus den Augen verlieren, dass die Würde des Menschen Ausgangspunkt von deutscher Politik ist. Ich habe das Gefühl, dass in manchen Streit in der Koalition dieser Artikel 1 unseres Grundgesetzes nicht genügend berücksichtigt wird. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen. In der Situation, wo keiner mehr glaubt, eine europäische Lösung wäre richtig erreichbar, bin ich einer derjenigen, die glauben, es lohnt sich noch daran festzuhalten. Es wurde schon aus den Ausschusssitzungen zitiert. Frau Merkel hat im Ausschuss gesagt, man sollte nicht zu früh die Errungenschaften von Schengen aufgeben. Wie werden unsere Kinder in 30 Jahren fragen, habt ihr schon nach einem halben Jahr aufgegeben? Habt ihr schon nach 9 Monaten aufgegeben? Aber noch etwas anderes. Der Einigungsdruck ist doch nicht zu leugnen. Glaubt irgendjemand hier im Saal, irgendjemand, dass in Großbritannien im Juni, falls das Referendum, was wahrscheinlich ist, dann stattfinden wird, ein Ja für die Europäische Union resultieren wird, wenn wir es nicht hinkriegen, eine gemeinsame europäische Politik zum Thema Flucht und Migration bis dahin klar erkennbar auf dem Tisch liegen zu haben? Mit diesem Streit, der hier in Deutschland ist, der diejenigen, die wir eigentlich überwinden müssen, die Kaczynskis und Orbans ja nur stärkt, weil ihre Argumente von Herrn Seehofer vorgetragen werden. Mit diesem Streit leben sie die Union. Und mit dieser Ungeschlossenheit, mit diesem Hickhack wird das Argument, Europa ist der Anker für Stabilität, auch für das Vereinigte Königreich, unterminiert werden. Deswegen, in schweren Stunden sollte man wissen, wo man steht. Und man sollte dastehen, wo die eigenen Werte sind. Und ich wünsche mir, dass das Arbeitsprogramm der Kommission Anlass ist, für alle in diesem Haus, sich darüber noch einmal klar zu werden. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Dorothee Schlegel hat für die SPD-Fraktion das Wort.